Hallo zusammen! Wie geht's euch? Echt gut? Kann man noch guten Morgen sagen? Ich sag mal guten Morgen. Hallo! Hallo Anne! Ja, es sind schon ganz, ganz viele da, ne? Ich habe ja schon hier den Chat nebenbei mitgelesen und ich finde es ganz, 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 ganz grausam, dass wir schon 25% von meiner Herausforderung geschafft haben. Geht überhaupt nicht. Vor allem, jetzt wird es hier die ganze Zeit oben angezeigt, ne? Das ist grausam. Da steht ein Kürbis. Ja, das ist richtig. Bin gerade erst aufgestanden, deswegen morgen. Ja, morgen. So. Ja, genau, da steht ein Kürbis. Das ist richtig. Oh Gott, ich bin ja gespannt. Ich hoffe, das wird was. Langschläfer. Ja, oh, ist doch okay, oder? Am Wochenende. Vielleicht viel schöner, wenn da ein Schneidbrett und kein Teller dafür steht. Ich habe meistens ein Schneidebrett. Das war, glaube ich, jetzt einmal. Und da war es ja auch nur so ein, kein Kochstream. Loot Brother Werner, hallo! So, ja, also ich hoffe, das wird heute was. Ich bin gespannt. Der Kürbis und ich. Wird bestimmt was. Danke, Chris. Sehr optimistisch. Ja. Passt die Lautstärke von der Musik für euch? Wir haben das ja jetzt heute nämlich wieder irgendwie wieder minimal anders gemacht. Aber ist die Lautstärke in Ordnung? Zu leise, zu laut? Was? Ja, und einmal hattest du so ein kleines Brett, das nur weggerutscht ist. Das stimmt. Das benutze ich aber tatsächlich relativ oft. Für mich alles gut. Okay. Das ist gut, wenn es passt. Goldman One. Hallo, danke dir für den Follow. Nice Küchenmaschine im Background. Ja, gell? Finde ich auch. Bin auch am Bratteln. Ja, sehr gut. Genau, also, wir machen heute eine Kürbis-Cremesuppe. Schön cremisch. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an, oder? Ui, Oka08. Hallo, danke für den Follow. Denise ist auch da. Hallo. Ja, an sowas gewöhnt man sich. Das ist wirklich so. Ja, und der Chat auch. Aileen, hallo. Danke dir für den Follow. Moin, moin. Nee, Moshi, Moshi. Jetzt habe ich mich verlesen. Was? Moshi ist Moshi, Moshi mit Moin, Moin zu vergleichen. Ich brauche noch kurz eine Schüssel. So. Einmal für den Abfall sozusagen. Moin. und. Ruhig sein. Mal die. Weiß nicht, ob die reicht. Wenn nicht, muss ich noch eine größere Schüssel nehmen. Aileen, guten Morgen. Schön, dass du reinguckst. Freut mich. Okay, wir fangen mit dem Kürbis an, würde ich sagen. Oh je, das wird was. Also, erst oben und unten quasi abschneiden. Ja, ich habe ja ein ganz tolles Messer, ne? Möchte ich nochmal so betonen. Schneidet. So. Und ich habe immer Sorge, dass ich zu viel wegschneide direkt am Anfang. Das war ein bisschen zu wenig. Wobei, naja, doch. So, so ist okay. Crazy Klopfer ist auch da. Hallo! Erste Hilfe Paket in Reichweite. Ihr seid so böse. Ich mach das voll gut, ja. So. Dann halbieren und dann aushöhlen. Flauschgeist. Hallo, danke dir für den Follow. Oh je. Hoffentlich kriege ich den durch. Ich weiß nicht, wie ich es am besten machen soll. Stell mir vor, du müsstest den Kürbis mit einem Messer zerlegen. Ja, das stimmt, da würde ich nicht durchkommen. Naja, wir sind eher ehrlich, sehr gern. Und hey, hoffentlich ist das nicht so ein Zierkürbis, den man gar nicht essen kann. Nein, das ist kein Zierkürbis, Maybot. Oh je, ja, ich sag auch oh je. Ah, doch, doch, das geht. Ah. Hallo? Wie ein Profi, ja.
War nicht ganz die Hälfte, aber erst durch. Flippo, Flippo, Flippo? Hallo, danke dir für den Follow. Du kommst aus Bayern. Cool, meine Freundin auch. Sehen uns aber durch die Entfernung nicht so oft. Ja, cool. Das verklebt sich. Henry hält sich nur die Augen zu. Ich wasche mir ganz kurz um. Unten, Nika Halk, sogar grün heute. ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, da unten rechts quasi wird ja immer wieder was von Rocks angezeigt. Das haben wir jetzt mal neu gemacht. Haben wir bei jemandem gesehen, waren wir ganz begeistert von. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, was das ist. Das sind so Art Sammelkarten. Mit Bildern oder auch irgendwelchen Grafiken, die man machen kann. Die haben da jetzt aktuell erstmal zwei. Das erste ist kostenlos, also wenn ihr das haben wollt. Und ja, ich weiß nicht, sind so quasi kleine Erinnerungen. Der Vorteil, dass wir das im Stream sehen, wir sind in Sicherheit, ist richtig. Das ist ein Hokkaido-Kürbis. Das sollte einer sein, ja, stand zumindest auf dem Schild. das ist jetzt gerade nicht da, aber das wird immer wieder, wird es rechts unten in der Ecke, wird es so eingeblendet. Das heißt Rocks, oder ihr seht es auch, wenn ihr auf mein Profil klickt, da haben wir es auch schon eingebunden. Und das sind eben, ich würde es mal als so eine Art Sammelkarten bezeichnen. bei einem, das hat mein Mod quasi designt, sage ich jetzt mal. Und das andere, da bin ich quasi drauf. Und da werden da immer mehr kommen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr euch das einfach mal angucken. Es ist echt ein bisschen schwierig zu erklären. Das wird dann auch hier immer wieder eingeblendet, wenn sich da jemand eine holt, sozusagen. Genau, hier, jetzt sieht man es von Maywood. Wuhu! Und was nämlich richtig, richtig cool ist, ihr könnt da auch selber Vorschläge machen. Weil doch der Lukas zum Beispiel, die Weißwurst als Emote haben wollte und wir ja nicht so viel Platz an Emotes haben, nicht so viel Platz, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und deswegen konnten wir das quasi über das Rocks noch mitmachen. Das war so der Gedanke dahinter. Also wenn ihr da halt auch Bock drauf habt, könnt ihr da auch selber was vorschlagen und was keine Ahnung, erstellen, kreieren, könnt ihr euch austoben. Und dann, ja, Sauerkraut, vielen lieben Dank. Genau, jetzt hat man es auch schon ein paar Mal nämlich da unten gesehen. Ihr seht, das ploppt dann so auf. Ihr seht die dann auch alle in eurem Rocks-Profil sozusagen. Also da bleiben die für immer. Und ja, ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Was kochst du denn? Eine reine Kürbissuppe? Ja, also ich mache so eine Kürbiscremesuppe. Es kommen Zwiebeln rein, Kartoffeln, Kürbis. So in die Richtung. Ja, okay, aber ich check nicht so recht. Uhu, hab die ganze Collection. Ja, sehr cool, sehr cool. Ja, das sind halt so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich nenne es mal so kleine, besondere Erinnerungen. Wenn irgendwas Cooles oder so im Stream passiert, dann kann man das quasi so als Rocks dann erstellen. Und ihr könnt halt eben auch was vorschlagen, was wir machen. Oder was ihr haben wollt. Genau. So. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen, weil es eben ganz, ganz neu ist. Jetzt habe ich es euch erklärt. Jetzt geht es wieder an den Kürbis. Brauchen einen Löffel, damit wir die Kerne mal rausmachen. One Cuba Libre, Mahlzeit und ein schönes Wochenende. Dankeschön, ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. So, ich fange mal mit dem Kleinen hier an. Ach so, Tops Jay, danke dir noch für den Follow. Und Vega 007, auch dir, danke für den Follow. So, erstmal hier ein bisschen aushöhlen, die ganzen Kerne raus. Oh, sehr lecker. Ja, ich hoffe, dass es lecker wird. ich hoffe es. Flippo, Flippo. So. Wenn ich es auch noch gut rausbekomme. So, genau. Tim Pascal. Hallo. Bronze Collector of the Week. Sauerkraut.
Ja, ich find's cool, dass gleich ein paar dabei sind, die es richtig ausprobieren. Freut mich voll. Das ist ja mal cool. Habe ich noch nie irgendwo gesehen, dass es sowas gibt. Ja, also wir haben es auch bei, also wir haben es tatsächlich bei jemandem gesehen. Also mein Mod und ich haben es dann angeguckt und fanden es auch ziemlich, ziemlich cool und haben gedacht, Mensch, das probieren wir einfach mal. Wenn es euch jetzt überhaupt nicht gefallen hätte, dann hätten wir uns natürlich auch wieder rausnehmen können. Aber es scheint ja ganz gut anzukommen. Das finde ich auch cool. Dann genau, und halt, klar, jetzt ist halt noch nicht viel drin. Aber ich denke, mit der Zeit kommt da bestimmt einiges zusammen. Und was halt auch richtig, richtig cool ist, weil Lukas, du hattest ja das zum Beispiel mit der Weißwurst, dass ihr halt da auch was vorschlagen könnt und so weiter. Also das finde ich ganz cool. So, da werdet ihr halt auch mit eingebunden sozusagen. Wenn ihr da Lust drauf habt. Ist natürlich kein Muss. Aber wenn ihr da Bock drauf habt, dann können wir das so machen. So. So. Ich denke, der erste ist soweit ausgehöhlt. Ich denke, das passt. Ich hoffe, das passt. Genau. Und wer es jetzt irgendwie, falls da noch jemand Fragen hat oder so, kann mir dann auch nochmal schreiben oder sich einfach mal die Webseite angucken. Oh Gott. Genau. Es ist echt ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es irgendwie halt noch nie gesehen hat oder sowas. Das ist ja mal cool. Ach so, das hatte ich schon. Irgendwie verstehe ich nicht, wie ich die einsammeln kann. Du musst da auf die Webseite gehen, Grandpa Poppy. Und da gibt es dann quasi meine Collection. Sozusagen. Wird bestimmt schmecken. Bin auch am Kochen, mache gerade Spaghetti mit Bolognese. Das ist auch geil. Das ist noch so ein Essen, das geht immer. Ja, ich bin mir sicher, dass es bei dir auch gut schmecken wird. So, irgendwie, das bleibt voll hängen. Ich kriege die Kerne hier nicht so richtig raus. Daneben geworfen. Chris, ja, ich sehe schon, es haben sogar schon ein paar so den Winetime sich geholt. Sehr cool, sehr cool. Genau, der Maywood auch. Und ich glaube, Sauerkraut hat ihn sich auch schon geholt, ne? Sehr cool. Sehr cool. Freut mich auf jeden Fall, dass es gut ankommt. Ist doch cool, das belebt den Stream und die Community. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. So, das ist was, wovon ich was habe und wovon ihr auch was habt. Hat jeder was davon. Das ist doch schön. So soll es ja auch sein. So. Ali der Echte. Hallo, danke für den Follow. So. Schau mal. So, soll das hier rauskriegen. Moin. Moin, moin. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Hoffentlich auch gut. Habt ihr alle einen schönen, entspannten Sonntag bis jetzt? Ich habe ja schon gesehen, ein paar haben ja gesagt, die sind gerade erst aufgestanden. Das hört sich zumindest entspannt an bis jetzt. Gut, sehr schön, sehr schön. So. Ich schmeiße mal wieder mit Essen um mir. Seid ihr ja schon gewohnt? Argonaut, hallo, guten Morgen. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Fäden so richtig rausbekomme. Alles top, Kaffee und irgend so ein Kochstream auf Twitch gucken. Hervorragend, Henry, das hört sich doch sehr gut an. Ich habe noch bis spät in die Nacht gemurmelt, deshalb erst um 11 aus dem Bett gekommen. Ja, du, aber sag mal, das ist doch Wochenende da, oder? Nee, wo? Völlig okay, ganz entspannt. So. Silver Collector of the Week, der Chris.
Sehr schön, sehr cool, sehr cool. Ich mache gerade Schweinebauch und selbstgemachtes Ciabatta. 2 Kilo Schweinebauch liegen auf dem Grill und das Ciabatta ist dann die. Danach schön auf der Hälfte von Ciabatta Zwiebelmarmelade drauf, eine Scheibe Schweinebauch, Käse drauf und nochmal kurz auf den Grill überbacken. Ja Mensch, ich glaube eigentlich müsstest du den Kochstream machen, Chris, und nicht ich. Das hört sich auf jeden Fall wahnsinnig, wahnsinnig gut an. Das kann ja nur gut werden bei dir, das geht gar nicht anders. Wo muss ich hinkommen? Guck, 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 sehen die alle anderen auch so. Gleich gibt es eine Party beim Chris. Machst du aus Kürbis immer nur Suppe oder auch mal Marmelade? Ist echt lächerlich. Oh, ich habe tatsächlich, also da, das habe ich schon mal so ein bisschen gesagt, ich habe selber noch nicht wirklich viel mit Kürbis gekocht. Ich möchte aber gerne dann, also mehr damit machen. Ich habe aber, glaube ich, auch noch nie Kürbismarmelade gegessen. Aber das ist ein guter Vorschlag, das kann ich mal probieren, ja? Alles klar, wir switchen um. So. Ja. Okay. Fangen wir mit dem kleinen Stück an. Ich glaube, das ist einfacher. Und zwar, glaube ich, ist es am einfachsten, wenn man jetzt erstmal so ein paar so Scheiben schneidet und dann quasi Würfel draus macht. Dann nur ein bisschen unsicher, aber eigentlich müssen die dann, ja gut, ich sage mir, es soll nicht zu dick sein, aber ich glaube, zu dünn muss es auch nicht sein. Jules JK, was geht? Hallo, ja, wir kochen hier gerade eine Kürbissuppe. Was geht bei dir? Wie konzentriert du bist? Ja, hallo, beim Schneiden bin ich immer hochkonzentriert. dein Overlap finde ich super mit dem Keks und dem Brownie. Top, passt richtig gut. Und Dankeschön, Argonaut. Das Lob geht an meinen Mod, das hat nämlich der gemacht. Aber es ist sehr schön zu hören. Freut mich. Ich denke, ich mache heute auch Kürbis, aber gefüllt und überbacken im Ofen. Das hört sich auch gut an. Was machst du denn dann so rein? Henry, wenn du den füllst, hört sich auf jeden Fall gut an. Müsste ich auch mal probieren. So. Also wie ihr seht, ich habe jetzt hier so Scheiben quasi erstmal geschnitten. Und jetzt schneide ich noch Würfel. Genau. So der Plan. Stream incoming. Ja. Ich denke noch. Ach nee, das hatte ich schon gelesen. Bergkäse, Weißbrot und so weiter. Oh, das hört sich aber auch lecker an. Ich versuche gerade zu lesen, was auf der Tabelle steht. Meinst du hier meine Tafel? Ja, da habe ich die Abonnenten der jetzigen Woche quasi aufgeschrieben. Also das sind Leute, die quasi mich in dieser Woche abonniert haben oder die ein Abo verschenkt haben. Von dieser Woche jetzt. Genau. Lukas! Sehr cool. Lukas hat sich auch mein Weintime Rocks geholt. Sehr cool. Genau. Und nur kurz, es sind ein paar Namen, die hier quasi stehen. Prinzessin Vanessa, hallo! Wie geht's dir? Saps, ja genau, Saps. Richtig, korrekt. Korrekt, moi. Boah,
das hat sich gerade voll professionell angefühlt. Ich habe mir übrigens, weil ihr immer alle schimpft mit mir, und die Allstars stehen auch auf der Tafel. Ja, natürlich. Hallo Chris. Natürlich. so muss es sein, oder? Ich habe bei wem war es? Bei Kitchen Experiments, den hatten wir auch mal geradet und der hat gestern oder vorgestern hat er gekocht und dann habe ich mir den Stream angeguckt und habe mich mit dem ein bisschen unterhalten, weil der kann mega, mega gut schneiden. Und er hat mir ein YouTube-Video geschickt, wie man schneidet. Und ich habe mir das angeguckt und ich versuche das vielleicht so ab und zu. Aber er hat auch gemeint, das dauert, bis man das wirklich so kann. Aber nur mal so am Rande. Prinzessin Vanessa, vielen, vielen Dank für dein Follow. Freut mich. So, der hat nämlich hier immer geschimpft, dass das bei mir so grausam aussieht, wenn ich schneide. Die Streams von dem sind immer mega schwungvoll. Ja, richtig, Maywood. Ich fand auch, also so richtig sympathisch und ja, mega nett. Wirklich mega nett. Ja, wir hatten auch schon so die Idee, vielleicht kann man ja irgendwie auch mal so einen, ich weiß nicht, ob das überhaupt hier mit Twitch funktioniert, aber dass man irgendwie so einen Kochstream mal irgendwie zusammen macht oder sowas quasi. Also, dass irgendwie alle so das Gleiche zusammen kochen, dass quasi einer so anleitet und alle anderen das auch machen. Das wäre, glaube ich, irgendwie auch mal sau lustig. Aber mal gucken, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, aber das wäre doch irgendwie mal eine coole Sache, finde ich. Mein Chat gerade. Kann das sein? Ah, jetzt. Black Soul. Hallo. Sieht ja schon mal gut aus, wie du schneidest. Oh, Dankeschön. Dankeschön. Du kannst über Discord Leute reinholen, mit einem Videocall machen und dazu schalten. Also geht das, dass man die wirklich dann hier aufzieht? Ja, das müsste man dann mal ausprobieren. Wie das dann so genau läuft und dann wäre das doch mal eine Idee, oder? Ich habe bei dem, wo wir am Freitag hingeredet sind, noch eine Weile zugeschaut. Er hat ein 6-Gänge-Menü vorbereitet, der hat das Gemüse geschnitten, ohne hinzuschauen. Ah ja, das war, glaube ich, der Culinary Greetings, ne? Ja, das ist schon Respekt, da bin ich ganz, ganz, ganz weit davon entfernt, aber es ist schon ziemlich cool, wenn man das sieht. Sieht man bei diversen anderen auch, ja. Das ist schon cool. Raffaello mit lecker. MK Motorsport. Bei was? Den Kürbis mit der Füllung, meinst du? Habe ich noch nicht gehört und noch nicht probiert. Aber wenn du sagst, das ist gut, das glaube ich dir. So mit Raffaello. Kann ich mir schon vorstellen. So, jetzt kommt der Große. Meister. Hallo. Na, was kochst du? Ich mache heute eine Kürbiscremesuppe. Das ist der Plan. Genau. Ich bin jetzt hier gerade noch dabei, den Kürbis zu schneiden. Der meint, das ist ein Stinkefisch. Das kann auch sein, keine Ahnung. Nee, ich kenne das nicht. Was ist? Urströmming. Ich kenn's nicht, keine Ahnung. Es kann sein. Ist es ein Stinkefisch? Stinkefisch. Okay, mein Mord sagt auch Stinkefisch. Na gut.
Wenn er meint. Wenn es ihm Spaß macht. Wie machst du die Suppe? Also ich mache jetzt hier erstmal den Kürbis. Wenn ich hier durchkomme, dann kommen zwei kleine Kartoffeln rein, es kommen Zwiebeln rein, Brühe, Knoblauch, also ich habe so Knoblauchgranulat, also ein bisschen Gewürze sozusagen. Ja, dann wird das püriert, das Ganze. Dieser vergammelte Fisch aus dem Norden in Dosen. Ah, okay, ich kenne ihn tatsächlich nicht, aber ich habe so den Eindruck, dass wir eh nicht meins. Oh, ich habe jemanden vergessen. Poison Purple. Hallo, danke dir für den Follow. Sorry, ich habe es gerade nicht mitbekommen. Aber danke. Das volle Erlebnis. Es gibt auch so ein Gebiet in Italien, wo so Käse mit voll... Leute, das ist voll eklig. Mit Maden? Das kann gar nicht sein, oder? Das Nonplusultra. Ja. So. Guten Morgen, Sabrinchen. Ein Muss für alle kulinarischen Leckermäulchen. Oh, ich glaube, da passe ich, Chris. Wie so eklig. Was glaubst du, was im Campari drinnen ist? Ja, doch keine Maden. Neig dich nicht. Ja, Chaso, ich gebe mir Mühe. Der Fisch ist ja wohl richtig eklig. Ist perfekt für eine Diät. Ja, gut. Ich habe nicht vor, eine Diät zu machen. Aber das mag sein. So, also jetzt habe ich wieder, wie man sieht, die ganzen Ringe geschnitten. Und jetzt kommen wieder die einzelnen Würfelchen sozusagen. Ist nie wieder, wa? Okay, der Chat drückt gerade schon wieder in eine sehr eklige Richtung ab. Ich sag nur Beefy-Banane. Lukas, du und deine Beefy-Banane, das ist unglaublich. Überhaupt, wie man sowas essen kann oder vorschlagen kann. Das ist unglaublich, wirklich. Das ist nicht mein Fall. Gut, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das essen wollt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Aber meins ist das ja nicht. Wie geht's dir, Mika? Sabrinchen, mir geht's sehr, sehr gut. Ja, wie geht's dir? Hoffentlich auch gut. Darf man fragen, was du dieses Wochenende gemacht hast? Natürlich darf man fragen. Nicht viel. Ich überlege gerade. Ah ja, gestern war ich bei meinem Papa kurz. Der hat einen Hund. Also beziehungsweise mein Papa war nicht zu Hause. Deswegen bin ich da hingefahren. Und bin mit dem Hund spazieren gegangen. Genau, da war ich ein bisschen, hab quasi auf den aufgepasst, hab ihn so, ein bisschen mit ihm gespielt, ein bisschen gekuschelt, war mit ihm spazieren. Und es war ja aber gestern ganz schön ekliges Wetter, das muss man mal so sagen. Es war richtig kalt und windig. Und sonst war ich zu Hause, habe einen ganz entspannten Tag gemacht, bisschen Netflix geguckt, bisschen am Laptop gesessen, bisschen gezockt, wobei zocken kann man das fast nicht nennen, aber ja. Ich mache die Beefy-Banane gar nicht, das wurde mir schon ein paar Mal vorgeschlagen, dass ich das probieren soll, aber boah. Ja, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr da so offen dem Ganzen gegenüber seid, könnt ihr das natürlich gerne tun, aber oh, ich nicht. Was für ein Hund ist das? Das ist ein Schnauzer. Der ist so grau, also ja, die meisten sind ja also entweder schwarz oder grau. Und der ist so grau. Ganz, ganz toller Hund. Drückt man die Beefy in die Banane rein? Oh Leute, ich habe keine Ahnung, wie man das genau macht. Ob man das einfach nur zusammenhält und isst oder ob man die vielleicht die Banane durchschneidet und da die Beefy reinlegt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube Crazy Klopfer hatte das mal schon vorgeschlagen oder der Lukas hat das glaube ich auch schon gekannt, oder? So, ich gehe mal nach draußen meinen schwingenden Schweinebauch zeigen. Ja, mach das, Chris, mach das. Viel Spaß dir und lass es dir schmecken vor allem.
und mehr nicht vielleicht noch braten? Was braten? Die Banane? Oder seid ihr gerade irgendwo, was ich nicht mitbekommen habe? Bleibt ihr noch hier, keine Sorge. Na, da bin ich ja beruhigt, Chris. Ja gut, solange du das nebenbei laufen lassen kannst, dann ist ja gut. Ich glaube, jetzt mir reicht das Schüsselchen doch nicht ganz. Man könnte auch noch im Öl ausbacken. Oh Gott, ihr habt Ideen, ey. Was gibt's denn bei euch heute so zum Essen eigentlich? So, vom Chris weiß ich ja jetzt schon. Was gibt's bei euch anderen heute so zum Mittagessen? Oder habt ihr erst gefrühstückt, dass ihr sagt, ihr esst erst später? Sirius, wo ist mein Kuchen? Das kann ich dir sagen, der ist in meinem Bauch. Der war sehr lecker. So klein brauchst du es auch nicht schneiden. Der kocht eh von selbst. Ja, das ist wohl auch wieder richtig. Ich weiß schon, ich habe da nur immer ein bisschen Sorge. Ich habe einen relativ alten Pürierstab. Dass der das auch packt. Aber ja, eigentlich hast du recht, ja. Gemüselasagne. Oh, Sabrina, das hört sich auch... Oh, Maywood. Entenbraten bei meinen Eltern wird die neue Küche eingeweiht. Geil. Das hört sich sehr, sehr gut an. Endlich wieder Kürbissuppe bei dem Wetter. Der Heiko. Ja, richtig. Ich habe mir auch... Das passt doch perfekt zu dem Wetter, oder? So, jetzt ist eh langsam wieder so diese Suppenzeit irgendwie, finde ich. So, wenn das Wetter eklig wird und kalt und dann kann man wieder mehr Suppen essen. Nudelauflauf von gestern. Das ist auch gut, Eileen. Ich finde eh Nudeln, das ist einfach was Gutes. Mittag fällt aus, Langschläfer. Ja, ist auch in Ordnung. Hast du deinen Mohnkuchen eigentlich schon an den Mann und die Frau gebracht? Den habe ich ja nicht gebracht, Maywood. Ich habe ja nur einen kleinen Kuchen gebacken. Und irgendwie, wenn man dann so zu Hause ist, dann holt man sich so ein Stück und dann holt man sich noch ein Stück und dann ist der irgendwann weg. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wieso ist mein Mod schon so alt? Warum? Henry, in welchen Supermarktkette gehst du eigentlich immer? Unterschiedlich tatsächlich. Wo ich viel einkaufen gehe, ist Lidl und Kaufland. Da gehe ich meistens hin, aber ich gehe auch zu den anderen. Aber so meistens gehe ich so zu Lidl und Kaufland. Ja. Maria Hackmann? Hallo! Achso, stimmt, das war ja nur die halbe Menge. Ja, richtig, das war ja nur so ein, ich glaube 20 cm hat die Form im Durchmesser. Genau, es war so ein kleiner Kuchen. Das ist ja das Gute daran, man kann ihn tatsächlich auch alleine essen. Meine Lieblingssuppe. Meine Mama macht eine wahnsinnig gute Brokkoli-Cremesuppe mit Rotwein. Hatte ich mir auch schon mal überlegt. Ob ich die auch mal im Stream mache. Ja, die ist wirklich sehr, sehr lecker. Sagen bestimmt gleich, welche Brokkoli geht, aber die ist wirklich, das ist so eine gute Suppe. Die letzte Laden hat gefühlt die Hälfte nicht da. Denn ein Netto Ultra, wirklich, das ist zum Beispiel Netto, gehe ich ganz, ganz wenig, muss ich sagen. Aber guck, da sieht man so, ja, die Unterschiede. I'm from Sweden, sounds cool. Ja, cool. Sehr cool. Bin eher der Aldi-Typ. Ja, Aldi, das habe ich tatsächlich irgendwann mal umgeschwenkt. Ich bin sonst auch immer mega viel zu Aldi gegangen. Und irgendwann bin ich da mal so zum Lidl abgedriftet. Ich weiß auch nicht, aber ja. Aber wie gesagt, also ich, wenn ich bei dem einen irgendwas nicht bekomme, dann gehe ich zum nächsten. Ja, also... Ich bin jetzt nicht an einem gebunden. Ich finde Edeka und Rewe am besten, das stimmt. Das ist bei mir, also finde ich auch, die anderen, die sind nur bei mir, das ist tatsächlich so, die einen Supermärkte sind halt näher als die anderen.
Und dann fahre ich meistens dahin, wo die halt einfach näher sind. Brokkolisuppe hört sich interessant an. Ja, also die ist wirklich, die ist sehr, sehr lecker. Und eigentlich auch, die geht mega, also das ist ein mega einfaches Rezept eigentlich. Das geht wirklich schnell. Da kommt dann so ein bisschen Rotwein rein und dann so ein bisschen Sahne und sowas. Und dann wird es auch so eine richtig schöne Cremesuppe. Ich finde die richtig gut. Bratknödelsuppe. Oha, wer ist das? Ah, das ist das. Okay, ich habe mich schon gewundert, was da jetzt gerade die ganze Zeit gesperrt wird. Levelbox, tatsächlich, ist es schon soweit. Hast du dir denn auch die Lidl-Klamotten geholt? Nein. Nein. Wird nie passieren. Nein, das mache ich nicht. Chris, nein, nein, nein. Genau, man geht dahin, wo der Laden in der Nähe ist. Ja, richtig. Das bietet sich halt bei mir tatsächlich einfach an. Und wie gesagt, wenn ich irgendwo was nicht bekomme, dann gehe ich noch zum nächsten. Bin da ganz entspannt. Das ist sowieso immer das Problem, dass man meistens nicht alles bei einem bekommt. Ja, das stimmt. Gerade wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal, ein bisschen speziellere Sachen braucht, dann muss man eh immer gucken, wo man das bekommt. Ich bin Max, dann kommt da eine Flasche Rotwein rein, wollte Nika eigentlich sagen. Genau. Und dann schmeckt es richtig gut. Bratknödel. Brätknödel, nicht Bratknödel. Brätknödel. Okay. Was sind Brätknödel, Maywood? Klär mich auf. Für die Unwissenden. Was sind Brätknödel? Ich stelle mir das jetzt wie normale Knödel vor. Nur angebraten. Ja, richtig. Ist das das tatsächlich? Oder ist das irgendwas anderes? So, ich hätte es auch wie Sauerkraut gesagt, ja. Aber ich weiß es nicht. Ja, Knödel aus Fleischbrett. Aha, okay. Ja, warum nicht, ne? Ich hab gleich meinen Kürbis fertig geschnitten. Weißwurst mit süßem Senf ist beste. Richtig, richtig, Jaso. Stimme ich dir absolut zu. Und ich kann dir schon mal spoilern. Ich mach nächste Woche Sonntag ein Weißwurstfrühstück. Habe ich schon fest geplant. Ist zwar noch, ich muss den Zeitplan heute später irgendwann dann noch aktualisieren für die nächste Woche. Aber das wird nächsten Sonntag kommen. Lol, dachte, das wäre bekannter. Das mag schon sein, aber also ich persönlich habe es tatsächlich nicht gekannt. Da haben wir jetzt wieder eine halbe Flasche an den Braten, die andere in den Kopf. Ja. So, ich darf mir mal kurz die Hände. Nämlich langsam eine orange Hand bekommen. So. Dann, die muss man hier so ein bisschen anbraten mit den Zwiebeln, aber ich glaube, ich mache die schon mal, oder ich mache erstmal Öl in den Topf schon mal. Also was heißt anbraten? Das ist übertrieben, so ein bisschen anschwitzen halt einfach. So, Mama Mott gemeint hat, dass es ganz grausam ist, mir beim Zwiebelschälen zuzugucken. Hat er gemeint, ich muss oben und unten abschneiden, dann halbieren und dann kann man die ganz super schälen. Probiere ich das jetzt mal aus. Hast du deine Gulaschsuppe noch genossen letzte Woche? Ja, Black Soul, auf jeden Fall. Ich fand sie persönlich wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Habe ich mir auch gedacht, eigentlich muss man das öfter machen. Habe ich auf jeden Fall genossen, ja. Weißwurst, ja, aber nicht zum Frühstück. Naja, das ist ja, ich sag mal, man kann es ja so, wenn man so um 11 Uhr oder sowas isst, so als verfrühtes Mittagessen, finde ich voll okay. Mittag oder abends? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Dankeschön, Zausel, wünsche ich dir auch. Oh, ja, jetzt ist, na, ich zieh trotzdem noch meine Handschuhe an. Ich vergesse das immer. Aber ich will das ja gar nicht, weil dann meine Hände immer stinken. So, also. Weißwurst eher gar nicht. Oh, Henry, schmecken die Weißwürste gar nicht?
Where are you living? In Tyskland? No, I'm from Germany. Germany. Naja, eigentlich besagt ein bayerisches Gesetz, dass die Weißwurst ab 12 Uhr Leute nicht mehr sehen. Ach, das ist richtig. Bavaria. Ja. Tyskland? Okay. Aber ich nehme es auch nicht so genau. Ja, das ist immer so. Ja. Ich weiß schon, aber ich sag mal, wenn man sie mal abends isst, dann ist das immer abends, ne? Alles gut. Was gibt's heute bei dir? Ich versuche mich an einer Kürbiscremesuppe tatsächlich. Ich habe hier schon den Kürbis geschnitten. Jetzt kommen noch die Zwiebeln. Und genau. Die sind so wabbelig. Die ist doch nicht... Also ich muss sagen, hier, mein Mod hatte recht. Lässt sich wirklich gut schälen. Ich bin begeistert. Ich finde gar nicht, dass die wabbelig sind. Also finde ich, aber gut, ist natürlich Geschmackssache, ja. Die Zwiebeln solltest du anrüsten, damit der Geschmack rauskommt. Ja, also ich will die da jetzt auf jeden Fall... Ich habe hier gerade Öl in den Topf reingetan. Da will ich die Zwiebeln jetzt gleich auf jeden Fall noch reinschmeißen. Zumindest. Ich muss ja eigentlich auch nicht so klein schneiden. Es wird ja dann eh alles püriert, ne? Ein Glück. So. Na. Oh, Chris. Oh, Chris hat ganz, ganz viele Subs gegiftet. Vielen, vielen lieben Dank, Chris. Dankeschön. Du bist der Knaller. Oh, die tiefen Weißen. Oh. Ja, Sub-Hype, richtig. Richtig. Zwar hab ich's nicht gleich gesehen, weil ich so mit meinen Zwiebeln hier beschäftigt bin. Was man nicht so macht, wenn man beim Kochen warten muss, ja. Finde ich super. Ich gebe dir einen Tipp, nimm nicht so viel Kartoffeln. Brauchst eigentlich gar keinen, weil die macht es sehr schnell ein Püree draus. Ja, ich habe nur zwei so ganz, ganz Mini-Kartoffeln hier hingelegt, damit es ein bisschen dickflüssiger wird sozusagen. Ich mag das immer, wenn es ein bisschen dickflüssiger ist, sämiger und ja. Guter Junge, dieser Chris, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, wieder oben und unten abschneiden. Ach so, halbieren muss ich noch. So. Ist das dein Mittag? Ja, das ist mein Mittagessen, genau. Ich würde es unter jugendlichen Leichtsinn verbuchen. Vom Chris, ja. Auf jeden Fall. So. Ne? Oh, nicht weinen, Mika. Haben wir dich so geärgert? Ja, ihr nicht, aber die Zwiebeln ärgern mich jedes Mal. So, die Ente wartet bis höchstwahrscheinlich Mittag. Ja, lass es dir schmecken, Maywood. Lass es dir schmecken. Bis dann. Schön, dass du wieder reingeschaut hast. Oh, die beißen heute. Die beißen richtig. Oh. Oh, leck.
Oh. Übel. Schluck Wasser im Mund behalten. Ist das wirklich so? Haben mir ja schon die Taucherbrille vorgeschlagen. Habe ich auch gesagt, ja, ich kaufe jetzt eine Taucherbrille und im nächsten Stream gibt es dann Zwiebelschneiden mit Taucherbrille, ey. Arminika, ja, danke, danke, ey. Ich finde es auch. Also, die ist gerade echt böse. Die ist richtig böse. Hier, ich schneide das jetzt nur ganz, ganz grob, damit es schneller vorbeigeht. Wird ja nachher eh alles noch püriert. Ja. Wenn du die Zwiebel ins Gefrierfach legst. Oh, hier. Batman 81, danke dir für den Follow. Ich sag immer, du darfst keine emotionale Bindung zu der Zwiebel aufbauen. Dann musst du auch nicht weinen, wenn du sie umbringst. Der ist gut, Grandpa Poppy. Der ist wirklich gut, ja. Oh. Ich sag's euch, ich liebe ja Zwiebeln für den Geschmack. Ach, aber ich hasse es, sie zu schneiden und zu schälen. Da kann der Kürbis schon mal dazu. Chris hat auch noch seine Punkte in meinen Karaoke-Abend gesteckt. Ich bin begeistert. So, dann jetzt noch ganz kurz die Kartoffeln. Du brauchst einen Mann, den kannst du dann Zwiebeln schneiden lassen, ja. Die verdonner ich dann dazu. So. Also wie gesagt, ich habe hier nur ganz, ganz mini Kartoffeln genommen. Jetzt dann noch mit reinkommen. Die Begeisterung steht dir ins Gesicht geschrieben. Bei was? Bei was, Chris? Ja, es war ja schon, ich weiß nicht, ob du da warst, ganz am Anfang heute vom Stream haben wir schon die 25% erreicht, also 25% der Punkte sind schon gespendet, also jetzt ist schon drüber, habe ich schon gesagt, um Gottes Willen, ich werde das noch wirklich tun müssen. Ich hatte ja noch so ein bisschen die Hoffnung, dass nicht genug Punkte zusammenkommen. Bin ich ja ganz ehrlich. Ich bin ganz ehrlich. So. Gleich die zweite Kartoffel. So. Es steht dem Duett nichts mehr im Weg. Und es sind noch 23 Tage. Ja, also ich befürchte auch, da komme ich nicht drum rum, ne? Das ist grausam. 27% dabei, also alle spenden. Super. Nee, alle nicht spenden. Nutzt eure Punkte für was anderes, Leute.
Ha, das ist ein Graus. Deckel drauf, sonst brennt es dir an. Ja, ich rühre gleich nochmal um. Und dann kommt eh gleich noch Brühe und Weißwein rein. Hydrate. Come on, ja. Ich hab ja auch noch Kanalpumpen. Super, Zausel, super. Die Kanalpunkte raus für den guten Zweck. So, also ich habe jetzt hier zwei kleine Kartoffeln, ein bisschen Zwiebeln und Huch, Kürbis, ja, und alles daneben geworfen. So. Jetzt gucke ich mal, ich glaube, es sind 125 Milliliter Weißwein, was die vorschlagen. Genau, okay. Wurstgulasch, hallo, danke dir für den Follow. Nimmst du einen bestimmten Weißwein? Nein, ich nehme jetzt den ich sowieso schon offen habe. Und ja. Warum kann man nur 2000 pro Stream einlösen? Ich finde, das sollte mehr sein. Nee, das ist genau richtig, Lukas. Das ist genau richtig. Fand ich auch etwas blöde, aber Nika ist in der Woche oft genug on. Ja, richtig, ne? Hier, ich stream ja oft. Mal den Wein weg und nimm nur Suppe. Den Wein kannst du immer noch reingeben. Ja, die im Rezept löschen sie es aber tatsächlich mit dem Wein ab und machen dann noch die Suppe rein, also die Brühe. Ab rein mit dem Alk. 125 Milliliter ins Essen und 250 Milliliter in den Heiß. Ja, den Spruch habe ich jetzt schon öfter gehört. So, ich trinke kurz einen Schluck. Wo ist denn was? Mein Messbecher? Also ich fange jetzt mal mit der Brühe an. Ich brauche ein kleines Löffelchen. Hier. An den Fingern kleben. Na? Es geht nicht ab. So, jetzt. Also. Nach Eichfest dann hier wegmachen. Sind schon mal 500 Milliliter. 28%. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert, Chris. So. Ich immer und das Essen, das fliegt immer irgendwo hin. So. Und dann nochmal 250 Milliliter. Sehe ich, und ich hätte einen minimal größeren Topf. Ja, wobei ich glaube, das ist der größte Topf, den ich besitze. Der Mod könnte den Stream ganz kurz neu starten, dann könnten wir wieder Punkte reinhauen. Lukas, das kannst du sowas von knicken. Du brauchst Sounds für Tiers von Bits. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht eingestellt. Das stimmt. Wieso soll ich das mal einstellen? Da haben wir auch geguckt. Wir haben ja jetzt dieses Epidemic Sounds nutzen wir jetzt gerade. Wir hatten ja davor immer Pretzel laufen. Und jetzt Epidemic Sounds. Und das hat tatsächlich so Töne sozusagen für solche Alerts und sowas. Ja, muss ich mal noch gucken. Tango Matthias, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du reinguckst. Kurz einstellen, Stream neu starten und alle sind glücklich. Nee, der Stream wird nicht neu gestartet, nur damit ihr hier eure Punkte ausgeben könnt. So.
kenne euch doch. So, jetzt muss das Ganze eigentlich tatsächlich erstmal ein bisschen vor sich hin köcheln. Genau, also das muss jetzt ein bisschen köcheln. Später kommt noch so, ich habe so Kochsahne, die noch reinkommt. Ja, vielleicht erst pürieren. Dann die Kochsahne noch rein. Und ich will, der Weißwein. Der Weißwein muss noch rein. Ich könnte Minika gut als Lehrerin. Wie kann ich den abonnieren? Ich mache jetzt PC an und schenke dir Kanalpunkte. Danke, Sausel. Also mich kannst du abonnieren, wenn da ist unten quasi, da ist so ein Abonnieren-Knopf, wo du drauf drücken musst. Simsocks, hallo, danke dir für den Follow. Sie hat uns durchschaut. Ja, ich habe euch durchschaut, Chris. Ich kenne euch doch mittlerweile. Sehr gute Idee. Sahne kommt erst ganz zum Schluss rein, sonst grinst sie dir. Ja, ich habe extra so Kochsahne, die grinst nicht. Ja, richtig. Also, followen. Ich weiß nicht, ob du mir folgst quasi. Also, der Follow kostet nichts. Abonnieren kostet was. Richtig. Es ist aber gerade dieser September, wo man es ein bisschen günstiger bekommt. Also, nur so zur Info. Das ist absolut gar kein Muss. Das kann jeder selber entscheiden, ob er es tun möchte oder nicht. Aber so ist das. Genau. Ach Gott, Chris, bist du süß. Chris hat dir gerade einen Sub geschenkt. Das ist aber lieb von dir, Chris. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist sehr lieb. So, irgendwie habe ich jetzt... Der Kürbis hat meine Fingerchen hier ein bisschen... Sind immer noch ein bisschen orange. Hast du gesehen, als die Thermotante gesungen hat? Achso, ich habe es nicht gesehen, aber es hatte mir irgendjemand gesagt... Und ich war gestern oder vorgestern mal auf ihrem Profil und sie hat ja auch die Videos gespeichert. Das habe ich mir mal so ein bisschen angeguckt. Aber Leute, die kann ja wirklich singen. Ich kann nicht singen, also bei mir wird sich das so nicht anhören. Nee, also ich war nicht, nee, ich habe das nicht mitbekommen tatsächlich. Der Stream ist irgendwie an mir vorbeigegangen, muss ich gestehen. Also ich habe es live nicht gesehen, aber sie hat Videos davon in ihrem Profil sozusagen. Und ich habe mir die Videos angeguckt. Tango Matthias, du bist neu hier. Was genau muss man machen? Also, du musst gerade gar nichts machen. Der Chris war so lieb und hat dir quasi gerade einen Sub geschenkt. Für diesen Monat hast du das quasi. Du kannst das, wenn du das dann weiterhin haben möchtest, kannst du das dann später verlängern. Das kostet aber wieder was. Wenn du mir folgen möchtest, das kannst du absolut kostenlos machen. Und genau. So. Oh. Okay, gucke mal kurz rüber. Ich finde das schon noch nicht so richtig. Ich drehe mal ein bisschen auf. So. Ja. So, ich unterhalte mich jetzt ein bisschen, weil das dauert jetzt ein bisschen. Ich kann da jetzt gerade nicht viel machen. Ich glaube, ich hole mir auch gleich mal kurz eine Handcreme. Es gibt Leute, die haben einen bestimmten Kanal schon ein Jahr im Voraus abonniert. Ich gucke mich da jetzt nicht selbst an. Wirklich? Ja, krass. Ja, genau. Also das ist ein Abo, dieses Sub. Es ist das gleiche wie ein Abo. Und damit unterstützt du mich quasi und meinen Stream. Und du kannst, also man kriegt halt, und wenn du auch mir folgst, dann kriegst du auch immer die Benachrichtigungen, wenn ich online bin, wann ich quasi wieder einen Stream habe. Und ja, die Jungs, machen dir keine falschen Hoffnungen, bitte. Ja, wann bist du denn immer online? Also ich habe feste Streamzeiten am Mittwoch, da fange ich ab 18 Uhr an, dann am Freitag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr. Und zwischendrin, je nachdem wie ich lustig bin, kommt auch mal ein spontaner Stream. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht mache ich nächste Woche Dienstag auch noch einen Stream. Und genau, ich habe auch einen Zeitplan. Da könnt ihr auch immer reingucken. Das ist jetzt aktuell noch der von dieser Woche.
den aktualisiere ich später noch und ab nächster Woche steht dann quasi wieder der nächste Zeitplan für die nächste Woche drin. Da steht dann auch schon drin, was ich mache und so weiter. Genau. Du abonnierst, genau, also das ist wirklich, du kannst quasi bei jedem Stream kannst du einzeln abonnieren. Also je nachdem, welcher Stream dir gefällt, den kannst du abonnieren, musst du aber nicht. Aber wenn du findest, Mensch, das finde ich richtig, richtig toll, was die macht und die würde ich gerne unterstützen, dann kannst du jetzt zum Beispiel mich abonnieren. Und wenn du dann in einem anderen Stream bist, den musst du wieder extra abonnieren. Genau, der Chris hat ja auch gerade schon ganz, ganz gut geschrieben. Genau, das ist keine Pflicht. Absolut wichtig, keine Pflicht. Das ist ein Kann. Du kannst das machen, du musst das nicht machen. Okay. Tim Pascal, vielen, vielen lieben Dank für dein Abo. Du kommst auf meine Liste. Jetzt muss ich mal gucken, was für eine Farbe. Grün. Es fehlt grün. Genau. Und was ich halt eben hier habe, ich schreibe meine Abos von der jeweiligen Woche eben auf meine tolle Magnetband. Meine Tafel. Ja, freut mich. Schreib dich hier hin. Sehr cool, dankeschön. Die LED-Lichter, die kommen noch. Die kommen dann so zur Vorweihnachtszeit oder so. Es macht dann so eine Lichterkette drumherum. Wie beim Tim Pascal zu sehen ist. Genau, kannst du es auch über... Ja, richtig. Wenn du Amazon Prime oder sowas hast und dein Konto damit verknüpfst, dann kannst du das quasi auch einen kostenlos abonnieren. Bekommst du dafür Geld? Ja, und zwar ist es so, das wird zwischen Twitch und mir aufgeteilt. So ein Abo kostet ja im Normalfall 5 Euro. Und je nachdem, was es für ein Sub ist, ist es, glaube ich, entweder 50-50 oder 60-40. Und das wird eben so aufgeteilt zwischen der Plattform Twitch und zwischen den Streamer mir. Genau. Okay, dann schaue ich mal rein nachher. Bin erstmal weg. Mittagessen mit Freunden. Wünsche dir guten Hunger. Ja, Flippo, dankeschön. Ich wünsche euch beiden auch guten Hunger. Lasst euch schmecken und cool, dass du auf jeden Fall reingeguckt hast. Nächste Woche kannst du gern 24/7 streamen, hab Urlaub. Okay, okay. Moin, bin von Musti Classic, also von gestern. Ja, Manti! Ja, richtig, du hattest gespielt, ne? Du hast ja, glaube ich, sogar gewonnen. Ich hab dir zugeguckt. Sehr cool, freut mich, dass du reinguckst. Sehr schön, danke, danke. Was gibt's denn da Leckeres? Ja, also hier auf dem kleinen Bild kann man das gerade sehen. Da ist jetzt gerade schon, also es gibt eine Kürbiscremesuppe, es wird eine Kürbiscremesuppe. Und es kocht jetzt auch gerade, ich gehe mal kurz ein bisschen runter. Da sind jetzt gerade schon, der Kürbis ist drinnen, es sind zwei Zwiebeln drin und zwei kleine Kartoffeln. Die sind da jetzt schon drinnen und genau. Ja genau, du hast 10 Euro gewonnen. Ja, ich hab's gesehen, ich hab dir zugeguckt, es war ganz lustig. Lieber Donation anstatt Bits zu schenken. Ja, wie ihr es lieber habt, es ist wohl einfacher, würde ich, glaube ich, behaupten. Aber macht das, wie ihr möchtet. Wohnst du alleine oder Freund oder so? Nein, ich wohne alleine. Ja, genau, Mann. Ja, ich habe dir auf jeden Fall zugeguckt. Subs unterstützen am meisten. Sieht lecker aus. Ist noch Suppe da? Ja, die Suppe ist noch gar nicht fertig, Leute. Die Suppe ist jetzt gerade... in the making sozusagen. Also ihr seht das da in dem kleinen Bildschirm. Die steht da gerade auf dem Herd und köchelt. Das muss jetzt ein bisschen köcheln. Und das wird dann später noch püriert. Und dann kommt noch Weißwein rein und Sahne. Recht viel mehr ist es da noch gar nicht. Aber genau. Der Freund wurde im Keller ausgelagert. Genau so ist es. Habe ich mir fast gedacht, weil kein Topf. Ja, richtig. Wie viele Zuschauer kommen dann so? Das ist ganz unterschiedlich. Das sieht man aber auch, ihr seht das unten, wie viele Zuschauer mir gerade aktuell zugucken. Kürbiskernöl und Kürbiskerne hast du dazu. Ich habe nur Kürbiskernöl, aber das habe ich. Ich habe tatsächlich keine Kürbiskerne bekommen beim letzten Einkaufen und ich hatte keine Lust, dann noch irgendwo hinzufahren. Der Freund bringt gleich den Müll raus und putzt die Küche. Ja, schön wär's, Chris. Schön wär's. Schön wär's.
Mit was wird die Suppe dann gewürzt? Also ich mache Knoblauchgranulat rein, Salz und Pfeffer. Das könnte ich eigentlich jetzt auch schon mal machen. Das ist eine gute Idee, Anne. Hast du noch andere Kanalthemen? Also bei mir ist es hauptsächlich wirklich Kochen, Backen, Festessen. Das sind so meine Themen. Genau. Schade, dass man die Kanalpunkte nicht kaufen kann. Süppchen. Ja, es gibt einen Süppchen-Pausenapfel. Statt Kürbiskerne, Croquants habe ich auch nicht da. Aber es ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich habe das Öl. Ich denke, das passt schon. So, die Anne hatte gerade einen voll guten Einwand. Ich konnte schon mal ein bisschen würzen. Jetzt habe ich hier mein Knoblauchgranulat, das viele schon kennen. Kann man auch Kuchen ganz ohne Zucker machen? Natürlich. Lapsus, Cousinus, da gibt es ganz, ganz viele Alternativen. Also man kann auf jeden Fall einen Kuchen ohne Zucker machen. So, mal kurz umgerührt. Also das geht auf jeden Fall. Kann ich auch gerne mal tun, wenn ihr da Bock drauf habt, sowas zu machen. Kann man das auch mal machen. Ich brauche nicht unbedingt Kürbiskerne in der Kürbissuppe. Ja, das ist. Ich denke, das ist ganz nett, welche zu haben. Es muss nicht unbedingt sein. Wie ist dein neues Küchengerät? Das ist voll super. Ich bin mega begeistert. Oder er wäre gestern gewesen. Ich glaube, ach, der Karaoke-Abend. Ich glaube auch, der Chris will einfach die Punkte kaufen, nur damit er mich singen hört. Und kann man auch Kuchen aus Reismehl oder Kartoffelmehl oder Maismehl machen? Das geht auf jeden Fall. Das ist ein bisschen schwierig. Manche sind besser zum Backen als andere. Ich würde mich ja gar nicht unbedingt auf Kartoffelmehl, Maismehl und Reismehl fokussieren. Es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Mehle. Du kannst ja auch Kokosmehl oder sowas benutzen. Also da gibt es wirklich, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Alternativen. Man muss dann halt ein bisschen gucken. Die einen brauchen dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Flüssigkeit als die anderen. Aber das kann man auf jeden Fall alles machen. Das ist gar kein Problem. Ja. Ich habe da nämlich auch schon mal ein bisschen rumprobiert, weil mein Papa da auch so ein bisschen... Er hatte auch so ein paar Unverträglichkeiten und so weiter. Und dann haben wir auch dann mal mit unterschiedlichem Mehl ausprobiert und rumprobiert halt auch einfach. Das ist tatsächlich, da muss man ein bisschen gucken. So, dann ist auch mein Kuchen ist nichts geworden oder ist dann, es ist ein mega klebriger Teig oder so. Da muss man halt dann echt einfach ein bisschen gucken. Da muss man ein bisschen mehr Flüssigkeit zugeben oder noch ein Ei mehr oder irgend sowas. Und, aber es ist auf jeden Fall möglich. Es ist absolut möglich, ja. Schaffen bestimmt heute noch die 30%. Ja, ich glaube es auch. Die 30 konnten wir wirklich schaffen. So, ich salze jetzt schon mal Pfeffer und Knoblauch umwälzen. Ich sag mal, es ist natürlich auch schon, die Brühe ist ja auch schon drin. Wenn ihr auf die Muffin-Punkte klickt, könnt ihr diese Folge okay, am Nika spenden. Es ist kein Muss, aber ich wäre euch sehr dankbar. Chris, das gehört dazu, dass mir etwas nicht gelingt. Ja, richtig. Also da darf man sich dann auch nicht ärgern. Was passiert? Mein Gott. Ich würde zuerst beim Mixen alles zum Schluss würzen. Ja, mache ich danach sowieso schon, aber so ein bisschen mache ich schon mal rein. Ich würze dann später nochmal nach, ja. Du bist aber nur sonntags da, oder? Nee. Ich bin mittwochs da und Freitag und Sonntag. Und ab und zu noch, spontan sozusagen. Genau. Und ich hab aber immer unterschiedliche Zeiten. Kannst du meinen Zeitplan gucken, Black Soul? Also Mittwoch eher abends, freitags so Nachmittag und Sonntag eben Mittag. Ich habe so ein bisschen Abwechslung quasi da versucht reinzubringen. Wie viele Foodstreamer gibt es denn so auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht beantworten. Welches Programm nutze ich dafür? Für was genau meinst du? Was machst du beruflich? Ich bin IT-Systemkauffrau. Genau. Okay, ich mache jetzt schon mal noch ein bisschen Knoblauch rein. Und ein bisschen Pfeffer. Wie gesagt, ich würze später nochmal, aber so ein bisschen was kann schon mal rein.
den Muffins. Das Coole bei Suppen ist halt echt, dass man es einfach vor sich hinköcheln lassen kann, bis man zum Sankt-Nimmerlein-Tags ungefähr. Ja, das ist richtig. Das ist wirklich ziemlich entspannt, eine Suppe zu kochen, ja. Ja, also wir benutzen OBS und das Overlay sozusagen, das hat mein Mod selber gebastelt. Im Zusammenspiel mit OBS, also quasi dieses ganze Zeug, das läuft bei mir jetzt gerade im OBS drin. Ich hoffe, das antwortet die Frage, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe letztes Eierkuchen nur mit Wasser und Weizenmehl gemacht. 1:1 schmeckt sogar fast genauso. Okay, ja guck. Ab und zu reden wir auch über Bärte. Und Bifi sind Bananen ja richtig die Bärte. Das stimmt, ja. Delikatesse. Ja, die Bifi-Banane. Die kein Mensch braucht. Ja, ich habe mir gedacht, vielleicht so bis 12.15 Uhr mal noch ein bisschen köcheln lassen. Ich denke, dann kann ich schon pürieren. Hoffe ich. Ich versuche es auf jeden Fall. Und ein Schmankerle. Das sagst du so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, das sage ich so einfach, Chris. Das sind doch Dinge, die kein Mensch braucht, jetzt mal ganz ehrlich. Das liebe ich auch bei Braten oder so. Die kann man auch stundenlang im Ofen stellen, ohne dass da was passiert. Ja, richtig. Das ist eigentlich auch, das ist meistens gar nicht so aufwendig. Was hältst du von Insektennahrung? Da ekle ich mich persönlich ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ich habe es aber auch noch nicht probiert. Also ich habe es noch nicht probiert. Aber da ekelt es mich persönlich so ein bisschen vor, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob ich es mal probieren würde. Wahrscheinlich müsste ich es mal tun. Wobei, was ich schon mal gegessen habe, war so ein Riegel, also so eine Art Müsli-Riegel, wo quasi Insektenmehl sozusagen zu Mehl verarbeitet mit drinnen war. Genau, Grillenmehl war da drin. Das habe ich schon mal gegessen. Spower King, hallo, vielen, vielen, vielen lieben Dank erstmal für deinen Follow und für die ganzen Abos. Mega, mega lieb von dir. Freut mich, wie geht's dir? Sehr proteinreich, ja, das ist wohl so. Du kommst auch direkt auf meine tolle Tafel. Also vielen, vielen lieben Dank. S-Bauer King 91. Oder? Bin ich richtig? Ja. Da war kein Unterstrich dazwischen, oder? Nein. Okay. Ja, sehr cool. Freut mich. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Wie hat er geschmeckt? Relativ normal. Also das merkt man gar nicht unbedingt. Ich glaube, das ist schon ein bisschen her. Ich glaube, ich fand es halt prinzipiell einfach... Ich weiß gar nicht, wusste ich das vorher? Doch, ich glaube, ich wusste es. Hallo. Schön, dass du reinkommst. Dankeschön für die Subs und für den Follow und vielen lieben Dank. ja, also ich würde behaupten, das hat relativ normal geschmeckt, dieser Riegel. Aber wie gesagt, es war halt eben auch Grillenmehl, also es war zu Mehl verarbeitet. War nicht schlecht, aber der Hit auch nicht und viel zu teuer und sowas auf Dauer zu essen. Das ist wohl richtig, Slow Hand. Also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt. So zum Probieren ist es mal okay, um es einfach mal zu testen. Aber ja, es muss jetzt nicht unbedingt sein. Und Dankeschön für das Kompliment mit den Socken, Chris. Danke. Subs gönnen, folgen und selber sappen. Ja, mega cool, wirklich mega cool. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Ja, bei uns ist alles super. Also bei mir zumindest. Ich glaube bei den anderen auch. und ich dachte, du hättest es nicht gesehen. Doch, Chris, ich war nur gerade so abgelenkt. Ja. Du bist das erste Mal hier. Ja, freut mich voll. Aber freut mich, dass du reinguckst. Wir machen ja gerade eine Kürbissuppe. Man sieht es hier in dem kleinen Fenster. Die steht gerade auf der Herdplatte, ist hier am Köcheln. Und nochmal. Oh, danke schön. Danke, danke, dass du nochmal welche verschenkst. Du kriegst direkt noch ein Herzchen zu deinem Namen dazu. Vielen lieben Dank. Das ist voll, voll lieb von dir. So.
danke schön. Hier ist vier in der Haus, der lacht. Herzen ist das, bei vier Herzen ist das Leben vorbei. Ja, ich glaube, ich muss mir mal noch ein paar Farben kaufen, oder? Chris, ich kaufe mir mal noch ein paar Farben, dass ich da noch ein bisschen mich kreativ ausleben kann. Ja. Genau, also wir machen jetzt hier gerade die Kürbiscremesuppe. Was passiert bei 5? Naja, ich habe nur drei Farben hier, wie man sieht. Ich habe schwarz, rot und grün und ich versuche es halt so ein bisschen bunt zu machen, damit es ein bisschen netter aussieht. Aber ich habe halt nur die drei Farben, weißt du schon? Und dann, ich kann noch drei bunte Herzchen quasi dazu machen. Ja, und dann wird es sich wiederholen. Hier eine Mayo-Kostüm für Nika und Willi-Kostüm für dich. Oh Gott, nee, das ist keine gute Idee, Lukas. Und am besten noch ein paar Boards dazu, ja. Mir wird auch irgendwann schlecht, weil ich immer auf den Kopf hänge. Stimmt, Chris, dich habe ich so nach unten geschrieben, ne? Beim nächsten Mal schreibe ich dich irgendwie nach oben oder normal. Kommst sehr nett rüber. Oh, danke schön, das ist lieb. Das freut mich voll zu hören, sowas. Das ist wirklich, das ist nett. Dankeschön. Auf die Rückseite. Ich zeige euch das mal. Man kann da auf die Rückseite nicht schreiben, Leute. Na, guck mal. Das ist die Rückseite. Da kann ich nicht hinschreiben. Das geht nicht. So. Bin erstmal weg. Viel Spaß dir noch und viel Glück. Dankeschön, Manti. Danke, danke. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du reingeguckt hast. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Permanentmarker. Ja, aber das sieht man ja nicht, wenn das dann auf der anderen Seite ist, Chris. Das ist doch auch doof. Ich glaube, Nika hat das nicht mitbekommen mit der nächsten Herausforderung für den Stream. Insekten essen. Leute, das könnt ihr voll knicken. Das mache ich nicht. Mm-mm. Da ekel ich mich vor. Ach, deswegen die Kostüme. Nee, ich habe nur das mit den Kostümen gelesen. Aber nein, 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 nein. Ist abgelehnt. Vorschlag abgelehnt. Die bösen Subs kommen auf die Rückseite. Es ist ja schon 17 nach. So, ein paar gegrillte Heuschrecken aus der Pfanne. Oh nee. Ich war mal mit ein paar Kollegen in so einem Steak-Burger-Haus. Und die hatten das angeboten. Und manche wollten es echt probieren. Ich so, Leute, nein, nein, das essen wir nicht. So, oh. Sind bestimmt gar nicht so schlecht. Ja, also ich habe es tatsächlich schon öfter gehört, dass sie relativ entweder geschmackslos sind oder sogar manche sagen auch, dass sie nach Hähnchen schmecken. Aber ich möchte das nicht unbedingt probieren. Bist du Veggie? Nein, Kitchen Experiment bin ich nicht. Also ich esse Fleisch, aber ich sage mal, ich brauche es definitiv nicht jeden Tag. Also ich mache gern auch vegetarische Sachen. Ich esse aber auch gern mal Wurst oder Fleisch oder so. Also ich denke, so eine gute Mischung finde ich persönlich ganz gut. Ich hätte das bestellt. Okay, Slow Hand. So, ich schaue dann nochmal nach dem Schweinebauch. Mach das, Chris. Nussig habe ich schon öfters gehört. Das kann auch sein. Probieren würde ich das mal, aber nicht roh. Ja. Ich finde dich auch total nett und authentisch. Oh, danke, Aileen. Das ist wir zwischen 3, 2, 1. ja, das ist mega, mega lieb von dir, Aileen. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist wirklich nett. Gibt's mal Nussecken in deinem Stream? Ja, das kann... Ja, doch. Das habe ich tatsächlich mir auch schon... Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Das wollte ich wahrscheinlich so zur Weihnachtszeit mal machen. So in die Richtung Plätzchen, Weihnachtsgebäck. Da hätte ich jetzt Nussecken reingepackt. Ich muss jetzt zocken, verdammt. Lass es dir später schmecken. Ja, viel Spaß zu Hause. Und mache ich. Es gibt sogar... in so Riegeln mit den Insekten mit Honig und so, vielleicht geht es dann besser runter. Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es auch so dieses Mehl, das weiß ich nicht. Also vielleicht sind die da auch so zu Mehl verarbeitet. Bitteschön. Wolltest deine Suppe noch pürieren? Danke, ich werde hier immer abgelenkt. ich hole die mal hier rüber, weil ich hier die Steckdose habe. Hier ist noch Kürbis. Ich nehme einen Untersetzer und dann hole ich den Topf gleich hier rüber. So, einmal runtergefallen. Hier, einmal.
Jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht ansau. Oh, Esbauer King, nochmal danke, danke, danke. Dankeschön für die ganzen Subs. Hier, du kriegst noch ein Herzchen. Dankeschön, das ist mega lieb von euch, von mir. Oh, ich weiß, sieht man das? Oder sieht man das? Das ist mir lieb zu halten. Mach mal ein bisschen größer. In der Hoffnung, dass man es auch sieht. Ja, ich glaube, man kann es erkennen, oder? Kochen mit Insekten. Woher kommt diese Abstimmung? Hat das mal Mod gemacht? Wenn ja, kriegt er einen Anschluss. Leute, nein, wir kochen doch nicht mit Insekten. Ich fühle mich immer ganz geehrt, wenn mein Name unten rechts angezeigt wird. Süß. Oh Leute, ich stimme für nein. Kann ich auch abstimmen? Bin für nein. So, also hier mein Pürierstab. Wir pürieren jetzt hier gleich mal durch. Ich hoffe, dass ich mich nicht anklecker. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Ich schiebe das Mikro ein bisschen zur Seite. Ja. Also es könnte jetzt ein bisschen lauter werden. Danke für das Geschenk-Abo. Ja, es wurden gerade... Dein Mod macht das super. Nee, hat er das wirklich gemacht? Ich sehe den später, der kriegt so Ärger mit mir. Leute, ich weiß gar nicht, ich wüsste nicht mal, was ich da machen soll mit Insekten. Oh, hab ich mich jetzt doch angeklickert. So, wieso wollt ihr sowas sehen? Was ist das? Kürbissuppe. Ja, das ist eine Kürbis. Das ist die Kürbissuppe. Ja, ich habe die jetzt gerade püriert. Korrekt, korrekt, korrekt. Ich stelle sie auch gleich wieder hier rüber, dann seht ihr das mal, wie die jetzt aussieht. So. Sieht die jetzt aktuell aus? Muss ich nur gucken, manchmal. Ich lasse es jetzt hier. So. Das ist mir schon so oft passiert, dass es dann so gespritzt hat. Schlimm. 92% ja gestimmt. Nika, ich glaube, du musst dich schon mal in den Insektenladen suchen. Leute, vergesst es. Das ist doch eklig. Das ist doch wirklich eklig. Jetzt sieht es aus wie eine Kürbissuppe. Ja, ne? PS4 in der Haus, würde ich auch sagen. So, ich probiere jetzt mal, wie es jetzt gerade schmeckt. Es kommt aber noch Sahne rein, es kommt noch Weißwein rein. Und dann wird es noch gewürzt. So, dein Plan. So, es ist auf jeden Fall, das ist natürlich, man sieht ja, es ist relativ dickflüssig. Je nachdem, wie man es mag. Also der eine mag die Suppen ein bisschen dünnflüssiger. Ich persönlich mag es ein bisschen dickflüssiger. Deswegen habe ich ja auch die Kartoffeln noch dazu reingetan. Die kann man natürlich auch weglassen. Ich sag mal, mit dem Weißwein und der Sahne wird es dann jetzt gleich auch noch mal ein bisschen flüssiger. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr es dünnflüssiger haben wollt, einfach mehr Flüssigkeit rein. Schmeckt relativ süß noch, aber ist gut. Es ist schon gut. Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen, ich finde, es fehlt noch ein bisschen Salz. Ich muss hier mal ganz kurz, ich habe da gerade gekleckert. Kitchen Experiment. Ja, ich glaube, du hattest gesagt, du magst es nicht ganz so dickflüssig, oder? Was? Ich glaube, das warst du. Bei deiner Linsensuppe, ne? Ich glaube, da hattest du das gesagt. Weißwein am Ende. Hey, ja! Ja, ein bisschen.
Muskatnuss ist auch noch eine gute Idee. Ja, Muskatnuss kann ich auch noch reinmachen, ja. Ja, ich lasse es schon nochmal dann ganz kurz aufköcheln. Also es wird nochmal kurz aufgekocht sozusagen. Mir ist die meistens zu süß. Ja, sie ist relativ süß, das stimmt, das stimmt. Kann natürlich auch im Nachhinein noch ein bisschen mehr salzen. Ja, aber sie ist relativ süß, ja, das auf jeden Fall. So, Sahne. Ich habe so eine Kochsahne. Also ich mache jetzt hier, ich habe so eine Kochsahne, da kommt jetzt noch ein bisschen was rein. Und vom Weißwein kommt noch was rein. Ich habe einen Riesling. Das ist aber, keine Ahnung, nehmt einfach den Wein, den ihr da habt. Und da kann man auch nichts machen. Ich sag mal, du kannst ein bisschen gegenwürzen, aber ich würde behaupten, die ist einfach vom Grund auf relativ süß. Also ich glaube nicht, dass du das wirklich raus oder weg bekommst. Schwierig. Wo ist mein Messbecher? Da. So. Dankeschön. Nicht komplett weg, aber nicht mehr so krass. Ja, also wie gesagt, versuche ein bisschen zu verdünnen quasi. Man steuert dann eigentlich mit basischen Sachen wie Sahne, Creme Fraiche dagegen. Oder du steuerst mit Säure rein. Ja genau, Weißwein, Zitrone, richtig. Also ja, das hat Kitchen Experiment sehr, sehr schön gesagt. Du kannst ein bisschen dagegen steuern, aber ich glaube, ganz weg wirst du es nicht bekommen. So, dem Schweinebauch geht's gut. Sehr gut, Chris. So. Ich habe jetzt hier mal einen Schluck Weißwein rein. Und die Sahne kommt auch dazu. Und dann lassen wir es nochmal ganz kurz aufköcheln. Eigentlich könnte ich es auch direkt reintun, ne? Ein bisschen umgerührt. Wahrscheinlich ist jetzt dann auch ist die Farbe nicht mehr ganz so schön. Die wird jetzt deutlich heller. Rühre mal kurz um. Also man sieht, jetzt ist es auch schon deutlich flüssiger geworden. Nicht mehr so dick flüssig wie am Anfang. Und jetzt muss ich mal kurz meinen Deckel suchen, weil sonst spritzt das mir gleich alles. So. Wo habe ich meinen Deckel? An alle, die vorbeikommen wollen, muss euch enttäuschen, werden sie nicht noch einbringen. Die Pilliatropina sind hungrig. Eine Flasche. Oh, es hat geklopft. Ja, das sollte aber jetzt nochmal aufkochen. Ja, ja, ich koche es gleich nochmal auf. Ich suche nur meinen Deckel, wo ich gerade den Deckel habe. Sonst spritzt das alles. Ich wollte es auch am Anfang reintun, aber die anderen haben gesagt, ich soll es noch nicht reinmachen. Nur so zur Info. Aber ich finde meinen Deckel gerade nicht. Wo ist denn mein Deckel? Die sind so krass hier. Nein, oder? Ja, das ist zu klein. Wo ist mein Deckel? Oh. Wenn es so wenig knallt, ist ja nicht schlimm. Hätte es jetzt geschrieben, dein Schweinebauch geht gut, bis sich das wen komisch anhören. Oh Gott, Lukas. Was für ein Kürbis war das? Das war ein Hokkaido-Kürbis. So. Ich finde jetzt gerade nicht den passenden Deckel. Passt der hier? Nee, der ist auch zu klein. Ach Leute. Dann nehme ich jetzt den, der ist halt groß. Ja, aber egal. So. Ja. Und es wird nochmal aufgekocht, keine Sorge. kann es sein, dass man die immer nimmt? Meistens. Das ist halt, was halt bei denen praktisch ist, ist eben, dass du die nicht schälen musst. Du kannst die Schale wirklich dran lassen und andere Kürbisse musst du halt schälen. Und ich sag mal, es ist halt sehr praktisch einfach, wenn du die Schale dran lassen kannst.
Ich habe ein Abo abbekommen. Ja, sehr cool. PS4 in der Haus. So schön. Kannst auch. Ja, das stimmt. Also, man kann schon unterschiedliche nehmen. Ich finde den halt immer ganz nett, weil man ihn nicht schälen muss. Hello, my friend. Hello, Maria. Maria. Maria ist in der Haus. So. Genau. Das kann schon mal weg. Jetzt erst gesehen. Ja, richtig. Du kannst meine Emotes jetzt benutzen. You are fun. Thank you. PS4 in der Haus. Danke für deinen Follow noch. Dankeschön. Mensch, hab noch nicht mal gefolgt. Schlimm, schlimm, schlimm. Nee, alles gut. Quatsch. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen warten. Kochen wir jetzt noch mal kurz auf. Und dann ist die Kürbissuppe eigentlich an sich schon fertig. Da wird es bald auch da. Hallo, Mahlzeit, wie geht's dir? Genau, also das ist dann nur noch mal kurz abschmecken. Wobei die eigentlich schon relativ gut geschmeckt hat, muss ich sagen. Also für mich. Was ich dann noch mache, ist so quasi servieren sozusagen in den Teller rein. Und ich habe hier so Kürbiskernöl gekauft. Da kommt dann noch ein bisschen Kürbiskernöl drüber. Sieht halt ganz nett aus und schmeckt auch relativ gut, finde ich. Und ja. So, ich muss mal ganz kurz meine Nase putzen. Ich bin gleich wieder da. Viel besser. Ja, wie geht's dir damit? Was treibst du? Bist du gerade erst aufgestanden? Was ist das da? Ach so, okay. Ich habe mir kurz das Bild angeguckt. Beziehungsweise den Emoji, den Emote. Genau. So, ich packe hier nebenbei schon mal ganz kurz mein Geschirr weg. Mein Geschirr, mein Besteck. So, das kann ich auch. Ich sehe gerade, der Chris hat in den Discord ein Bild geschickt, in der Zwischenzeit woanders auf dem Planeten. Chris, der sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Also wirklich sehr lecker. So, was macht ihr anderen denn jetzt gerade noch so? Erzählt mal ein bisschen. Damit es nicht ganz so langweilig ist. Wir müssen jetzt nämlich noch kurz ein bisschen warten, weil die Kürbissuppe quasi noch mal kurz aufkochen muss. Also irgendwie habe ich die ganze Zeit Kürbis an den Fingern hängen. Ich weiß auch nicht. Mr. Game Changer, hallo. Wie geht's dir? Sauerkraut, guckt 4 Streams gleichzeitig. Sehr gut. Was guckst du denn noch so nebenbei? Also guckst du 4 Kochstreams? Guckst du auch was, wo Leute zocken? Oder ich weiß nicht, was guckst du so für Streams? So, ich schmeiß hier mal schon mal das hier weg. Bin aber immer noch im Raum. Was wir machen, um Nika beim Kochen zu gucken. Ja, gut, und dir, ja, mir geht's auch gut. Dankeschön. Heute den Sonntag ausklingen lassen. Ja, das ist immer gut, ja. Siehst du, hat doch gut geklappt, die Kürbissuppe. Ja, das stimmt, das hat wirklich relativ gut geklappt. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, auch mit dem Kürbis schneiden und so weiter. Cheese Energy, hallo, danke dir für den Follow. Auge aus Japan beim Japanischunterricht. Nidhi Lost beim Bienenstichbacken und ein AO2 und LOL-Stream. Ja, cool. Läuft bei dir. Zuschauen, wie du kochst, wie immer in deinem Stream. Oh.
euch, das ist immer so, selbst wenn man gar nicht so viel, oder es war jetzt eigentlich nicht aufwendig, ne, aber meine Küche sieht irgendwie trotzdem aus, das ist jedes Mal, egal ob ich koche, ob ich backe, das ist immer ein Schlachtfeld. Schöne Emotes, selbst gebacken, dankeschön. Ja, es freut mich, dass die Emotes auch so gut bei euch ankommen, muss ich sagen. Und Nikas Welt natürlich, ja natürlich. Ja, nee, cool. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Freut mich, dass euch die Emotes auch so gefallen. Jetzt sind ja, glaube ich, mittlerweile alle freigegeben. Müssten alle sein. Ich habe für die Linsensuppe mit Hummus auch 3 Stunden gebraucht, haha, und die Küche war ebenfalls Chaos. Ja, das glaube ich dir sofort. Also das war, ich kann das so nachvollziehen, auch wenn man dann irgendwie andere Koch- und Backstreams anschaut und die Leute dann auch sagen so, ja, jetzt muss ich dann aufräumen oder so. Und ich denke mir, ja, ich weiß genau, wie es dir geht. Ich kann das so nachempfinden. Die sind echt süß, die Emotes. Ah, das ist schön. Ja, ich weiß auch nicht, welche Emotes, Chris. Keine Ahnung. Nee, also es ist echt, echt cool, dass sie so gut bei euch ankommen. Das ist wie bei mir in der Werkstatt, nur mal eben was reparieren. Alles an Werkzeugen in Gebrauch gewesen und es liegt überall rum. Ja, richtig. Ich bin halt auch immer so, das stellt man dann irgendwie kurz in die Spüle oder irgendwo hin. Aber nicht, das ist keine Ahnung, das ist auch doof, weil man dann direkt anfängt zu aufräumen und so. Ja, und dann, ja. Ich hatte mir danach so gedacht, es ist doch nur eine Suppe. Ja, das denkt man sich immer, ne? Aber... ja, irgendwie braucht man trotzdem so viele Sachen irgendwie und das ist alles dreckig und schlimm. Ich kann es voll nachempfinden. Die sehen zum Anbeißen aus, die Emotes, das ist doch schön. Das sollen sie auch sein. Hier gibt's Emotes, ja! Richtig. Ja, ich hab ja auch noch... hier, die habt ihr zwar nicht, weil die auf den anderen Stufen sind, aber... hier finde ich ja auch richtig cool. Hat sie jetzt gepostet? Nein, hat sie noch nicht. Hier, so, jetzt. Die finde ich auch cool. Ich bin mal weg. Wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ja, danke dir auch, S. Bauer King. Vielen Dank nochmal. Schön, dass du reingeguckt hast. Und ich hoffe, ich sehe dich beim nächsten Mal wieder. Schönen Sonntag. Kann man besser die dreifache Menge kochen? Muss man genauso viel wegräumen. Das ist irgendwie echt so, ne? Also es ist wirklich, ja, schlimm mit dem Aufräumen nach dem Kochen. Es ist, ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, egal ob du nur was Kleines kochst oder was Großes, du hast immer, die ganze Küche ist irgendwie, schaut danach aus. So, kocht, das ist schon mal gut. Ich rühre zwischendrin mal kurz um. So. Es wird auf jeden Fall, es wird. So, ich werde mal verschwinden, da ich mich noch fertig machen muss für den Lieferservice zum Clubheim. Wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß und einen schönen restlichen Sonntag. Dankeschön, wünsche ich dir auch, Chris. Lasst es euch schmecken. Es sieht auf jeden Fall wahnsinnig gut aus. Und ja, schönen Sonntag dir auch. Bis zum nächsten Mal. Oh, es riecht schon richtig gut, ne? Das ist immer so schlimm, wenn man irgendwie drauf warten muss, bis das Essen fertig ist. Und es duftet aber schon so und man denkt sich so, ja, ich hätte jetzt langsam Hunger. Aber naja, muss man noch ein bisschen warten. Mal gucken. Ein bisschen köcheln lassen muss ich noch. Natürlich jetzt ein bisschen doof, weil der Deckel nicht hundertprozentig passt, aber naja. Du wirst es zu sehen bekommen. Ja, da freue ich mich drauf, Chris. Ja, ich will auf jeden Fall ein Bild sehen, ja. Viel Spaß, lasst es euch schmecken. Ja, lasst es euch auf jeden Fall schmecken. Aber ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr gut ist. Ich hole mir schon mal, ich könnte mir schon mal ein Tellerchen herholen, ne? Doch mal eine Idee. Ein Tellerchen steht schon mal bereit. Ich sag's euch, also irgendwie sind jetzt meine Hände sind ganz, ganz komisch durch den Kürbis. Ich muss mich die ganze Zeit hier irgendwie am
am Rumreiben und am Rumzuppeln. Schlimm. Bitte in Discord. Ja, er hatte schon, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Lukas. Er hat auf jeden Fall schon was in Discord geschickt. Vorhin im Bild. Ja, ich bin mir sicher, da kommen noch mehr Bilder. Nicht, dass Nika jetzt zum Kürbis wird. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Okay, hast du gesehen, ja. So. Das ist das. Ich weiß nicht, wo ich den passenden Deckel für den Topf habe, aber jetzt tropft es hier eben runter. Naja. Ah. Ein bisschen blöd. Ich muss mal dann noch den Deckel suchen, ey. Ich sehe gerade, es sind noch mehr Leute in Discord. Sehr cool. Wenn du rubbelst, schnapp dir gleich rubbellose Sparzeit. Okay, mach ich. Mach ich, Sirius. So. Warte, wie lange sollen wir warten? Bis 3/4? Noch so 3 Minuten? Noch 3 Minuten köcheln lassen? Und dann würde ich sagen... Dann wird serviert, oder? Dann probieren wir. Hört sich das gut an? Ich würde schon sagen, oder? Ich glaube, das ist ein Plan. Ich hoffe ja auch, wo ich noch richtig gespannt bin, so, das ist, wenn man so Bilder von Kürbissuppen sieht, das sieht ja oftmals so, so toll aus mit dem Öl dann noch so drüber. Und ich hoffe, dass ich das zumindest einigermaßen gut hinbekomme. Damit es auch schön aussieht. Ich muss ja wieder noch ein Bild für euch machen, wie immer. Ich mache ja meine Ergebnisfotos für Instagram und Twitter. Das soll ja schön ausschauen. Ich könnte jetzt einen Witz bringen, aber ich bin anständig und lass es. Sehr vorbildlich, Lukas. Sehr vorbildlich. Hört sich gut an, Devil Spice. Ja. Also wie gesagt, ich... Ich habe ja vorhin auch schon mal probiert. Ich fand es halt auch schon echt gut geschmeckt. Wenn ich ja noch ein gutes Bild noch hinbekomme, dann bin ich mit dem heutigen Stream absolut zufrieden. Ja. So. Ich bin hier mal immer wieder ein bisschen am Wischen, weil es jetzt irgendwie voll das Wasser runterläuft. Nach 2 Minuten, dann gibt's Essen. Oh, so. Irgendwann werde ich dann voll ungeduldig. Dann will ich... Ich sollte jetzt auch mal frühstücken. Ja, das ist doch eine gute Idee. Frühstücke doch mal was. Wobei mittlerweile kannst du auch schon Mittag essen. So. Lass das Frühstück gleich weg. Ist gleich was Anständiges. Machen soll. Ich mache hier drüben, glaube ich, fülle ich um und dann komme ich mit dem Teller nochmal hierher. Ja, aber das schlägt dann meist auf den Magen. Ja, okay, dann frühstücke erst in der Ruhe. Dann frühstücke. Um die Zeit gehe ich dann eher zum Mittag über. Ja, also ich persönlich auch. Aber das ist glaube ich, auch von, da ist jeder ein bisschen unterschiedlich. So, die einen können das irgendwie nicht. So, die einen brauchen Frühstück und die anderen können Frühstück gar nicht ab. Das ist immer ein bisschen lustig. Das sind die Leute total unterschiedlich. Hin. Ich probiere nochmal und gucke nochmal, ob wir nochmal nachwürzen müssen. So. Mhm. Einen guten Appetit. Dankeschön, danke schon mal. Wünsche ich dir aber auch. Also man schmeckt den Mais rein,
Aber ist gut. Ist gut. Vielleicht ein bisschen Salz und Pfeffer noch rein. Ich glaube, Knoblauch ist genug drin, den schmeckt man so. Naja, schmeckt nicht übertrieben. So ein bisschen, so ganz, ganz leicht. Oh, und Muskatnuss. Ich will noch Muskatnuss rein. Denkt mal bitte nicht dran. Okay, jetzt hier, ich habe ja Kürbiskernöl gekauft. Muss es noch aufmachen. Die ist bestimmt richtig gut. Das ist zum Beispiel auch, was ich gar nicht mag, wenn man den Knobi sofort rausschmeckt. Sieht schön cremig aus. Ja, also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Du schmeckst, also ja, man schmeckt schon, aber nur so minimal. Und ich finde es richtig gut, muss ich sagen. So, jetzt. Okay. Ich gebe mein Bestes, dass das gut aussieht. Das sieht ein bisschen hässlich aus. Oh Gott, es sieht nicht so schön aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, jetzt geht der Deckel nicht mehr drauf. So, jetzt. Ich zeig's. Ich gehe mal noch mal kurz zur anderen Kamera, da seht ihr es besser. So, mein Meisterwerk. Also beim Griechen, das ist okay mit dem Knobi. Nee, also ich finde Knoblauch eigentlich immer gut. Das macht einen guten Geschmack. Das ist so Zwiebeln und Knoblauch, das geht immer. Oder muss man reinhauen. So. Ich habe hier eben den kleinen Löffel gerade. Ich probiere nochmal. Ich muss aber noch. Oh nein, was habe ich gemacht? Ich muss hier noch ein Foto machen. Ha! Ich habe ja eigentlich schon probiert. Es schmeckt echt lecker. Oh, jetzt sieht es kacke aus. ein Picasso. Oh, danke, Sauerkraut. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Ich probiere jetzt hier an der Seite trotzdem nochmal. Ich habe sie jetzt gerade eh schon kaputt gemacht. Also ich persönlich finde, es schmeckt sehr, sehr lecker. Jetzt auch nochmal durch den Weißwein. Es ist nicht mehr ganz so süß. Also es hat deutlich Süße rausgenommen. Es ist aber immer noch eine verhältnismäßig süße Suppe. Weil das hier jemand geschrieben hatte, dass er das mit dem Süß nicht so mag. Also wie gesagt, da hat jetzt der Weißwein auch echt gut geholfen. Aber es ist immer noch verhältnismäßig süß. Also ganz kriegt man es, glaube ich, nicht raus. Und die Sahne natürlich. Die Sahne ist auch mit drin. Genau. Ein Picasso. Vielleicht auch ein Van Gogh. Ja, ich... Danke. Okay, Leute, dann sind wir eigentlich auch am Ende für heute. Ich fand es zwar wieder ein mega, mega cooler Stream mit euch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch ein bisschen stolz, dass sie was geworden ist, meine Kürbissuppe. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen Bedenken. Genau, lass es dir schmecken. Ja, ich lasse es mir gleich auf jeden Fall noch schmecken. Ich mache da noch kurz ein Bild für euch. Und das lade ich dann wieder hoch, wie immer. Und ja, genau, wegen Raid. Schreibt doch eure Vorschläge mal in den Chat. Wir raiden auf jeden Fall wieder jemanden. Ihr wisst ja, bin ich ein Fan von. Und wenn ihr Vorschläge habt, dann schreibt die doch in den Chat.
Genau, oder wenn jemand will, er kann auch die Kanalpunkte dafür benutzen, nur mal so als am Rande. Das geht natürlich auch immer. Tschüss PS4 in der Haus. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du dabei warst. Mini Lust wurde vorgeschlagen. Twitch Farming, er ist gelernter Koch. Twitch Farming, heißt der Twitch Farming? Bestimmt, ja, sehr cool, da freue ich mich drauf. Da freue ich mich. Also wenn jemand noch mehr Vorschläge hat, schreibt die gerne mal rein. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, kein Stress. So, hol mir in der Zwischenzeit noch mal kurz meine Cola. Schmeckt die Suppe? Ja, die Suppe schmeckt sehr, sehr lecker. Also ich finde sie sehr gut. Ja, ich finde sie ist gut geworden. Einen guten, Dankeschön. Twitch Farming ist cool. Sonst aber im Traktor unterwegs, sonntags wird meistens gekocht. Okay. Ja, dann machen wir das so, oder? Dann raiden wir den, würde ich behaupten. Wenn ihr den cool findet, ich kenne den nicht, aber ich bin gespannt. Ich lasse es mir schmecken. Euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wir raiden jetzt gleich noch. Würde mich wie immer freuen, wenn ihr kurz dann im anderen Stream Hallo sagt. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Dienstag oder Mittwoch.